Aloha, Freunde, Landsleute, Patienten, Dr. Ott ist am Start, YouTube-Gemeinde. Mit diesem Video, es wird um diese Gitarre gehen und es wird um die Tonabnehmer dieser Gitarre gehen, wenn ich werde die Tonabnehmer dieser Gitarre tauschen. Mein Gott, wer tauscht denn Tonabnehmer auf einer Stratocaster? 2017. Get a life. Achso, ich wollte es auf Deutsch machen. Bekomm ein Leben. Vor 25, 30 Jahren habe ich, glaube ich, zum ersten Mal Tonabnehmer auf einer Stratocaster getauscht und seitdem sehr, sehr oft. Das war eine Geschichte, die mit viel Schweiß, Blut und Tränen verbunden ist. Und ich wollte das nie wieder tun, denn grundsätzlich ist meine Meinung, mit dem Tausch der Tonabnehmer auf einer Stratocaster kann man nicht viel erreichen. Man kann den Klang der Stratocaster oder einer anderen Gitarre natürlich komplett verbiegen. Wenn man jetzt sehr, sehr outputstarke, mittenbetonte Tonabnehmer auf diese Stratocaster schrauben würde, dann könnte man aus diesem zarten Vintage-Pflänzchen ein High-Gain-Monster machen. Aber will man das? Wenn man es nur verbessern will, den Klang, ja, sollte man sich dazu nicht vielleicht besser eine andere Gitarre kaufen. Wenn man nur den Klang verbessern will, ab einer gewissen Qualität der Tonabnehmer, ändert sich da nicht mehr viel. Wenn die Gitarre stimmt, wenn die gut klingt, ab einer gewissen Qualität der Tonabnehmer wird es nicht besser. Ich will keinen Namen nennen, höchstens Nachnamen. Fralin! Das bringt nichts. Schraubt euch Fralins auf eure Stratocasters. Das hört nur ihr den Unterschied. Warum mache ich es jetzt trotzdem? Nun, die Firma Fishman schickt sich an, eine vollkommen neue Technologie ins Rennen zu schicken. Ja, die Technologie dieser Tonabnehmer auf dieser Gitarre ist aus den 50ern. Da hat sich seit 1957 nicht viel geändert. Das sind ein paar Stabmagnete, Kupferdraht drumherum gewickelt. Das war's. Fishman hat jetzt die sogenannten Fishman Fluence Pickups entwickelt. Ich habe ein Set, das heißt Fishman Fluence Single oder Single With, damit sie halt auf die Gitarre passe. Das sind aktive Tonabnehmer. Ich habe mal gemessen, der ohmsche Widerstand ist 1,6 Kiloohm. Also das ist, glaube ich, ziemlich typisch für aktive Tonabnehmer. Denn danach gibt es ja noch ein Preamp und die Möglichkeit, irgendwie einzugreifen in den Klang. Dieses Set, dieses Vintage-Set, hat die typischen Kilo-Ohm-Widerstände 6,2 am Steg, 5,5, 5,5 Mitte und Hals. Was ist jetzt so anders an diesen Fishman Fluence Pickups von der Firma Fishman, von der ich übrigens kein Geld bekomme? Das ist kein Werbevideo. Wir kennen die Firma Fishman als Hersteller von Tonabnehmern für Akustikgitarren, aber in das Segment der Elektro-Gitarren-Tonabnehmer haben sie sich noch nicht vorgewagt bisher. Das ist also die Premiere. Zu der Technologie dieses Tonabnehmers. Es gibt viele Videos im Netz, die sind aber alle auf Englisch. Mein Alleinstellungsmerkmal und mein Service an euch, liebe Patienten, ist, dass ich es auf Deutsch mache. Es gibt ja bestimmt ein paar unter euch, die können nicht so gut Englisch können. Wir haben hier einen Kern in der Mitte, da sitzen die Magneten drin. Das ist das Schwarze. Und oben und unten drunter sind 48 dünne Kupferplatten, die eben auf eine Platine geleimt wurden und dann ausgestanzt wurden. Einmal 48 oben, einmal 48 unten, gegenläufig polarisiert, so dass wir einen sogenannten Stacked Humbucker am Ende haben. Diese Kupferplatten ersetzen also die Kupferdrahtwindungen, Wicklungen bei den alten Tonabnehmern. Ja. Und Fishman behauptet vollmundig, danach können sie den Klang dieses Tonabnehmers so beeinflussen, dass sie die Qualität alter Tonabnehmer nachbilden können, aber eben nicht mit EQ, sondern mit einer kompletten Verschiebung des Resonanzpunkts an 3000 oder 4000 Ohm. Also quasi die Charakteristik von klassischen Stratocaster Single Coils nachzubilden. Also und natürlich in dem Fall einmal das Vintage-Set, ja, und dann mit einem Push-Pull abrufbar ein sogenanntes Texas Hot
so wie es angeblich der Gitarrengott Stevie Ray Vaughan benutzt hat. Das ist ein sogenanntes Overwound-Set. Da waren einfach ein paar Wicklungdraht mehr drauf. Das könnte dieser Tonabnehmer, sagt Fishman, abrufen. Ja, es kommt zusammen mit drei Potentiometer, denn die alten Potentiometer, die auf so einer Gitarre drauf sind, kann man für aktive Tonabnehmer nicht verwenden. Ja, das ist viel niederohmigeres Signal, was die rausschicken. Deswegen braucht man andere Potentiometer, die sind dabei. Und der eine hat eben einen Push-Pull-Switch. Natürlich könnte man das auch mit einem anderen Switch machen, aber man nimmt halt den und dann zieht man einfach rauf runter und hat diese beiden Presets. Ja. Es gibt auch ein Akkupack. Das habe ich mir leider Gottes in Amerika kaufen müssen, denn dieses Set, Fishman Fluence Single Width, kann man beim großen T in Deutschland kaufen. Ist nicht billig. Nur dann ist man dazu verdammt, eine 9-Volt-Batterie in die Stratocaster zu schrauben, was auf Deutsch gesagt einfach Mumpitz ist. Ich mache keine 11 Schrauben jedes Mal auf, wenn ich eine 9-Volt-Batterie tausche. Will ihr seid ihr nur ganz dicht. Ja, was sie aber nicht gemacht haben, ist, sie haben dieses Batteriepack nicht im Programm. Dieses Batteriepack ist, ich zeige es an einer anderen Stelle, einfach die Abdeckungsplatte des Tremolos hinten, ein bisschen dicker, und da ist dann der Akku drin. Ja, und den kann man mit einem ganz normalen iPhone-Ladekabel an der Steckdose laden in ein paar Stunden. Also das ist alles easy peasy. Man muss es nur irgendwie bekommen. In Deutschland bekommt man es nicht. Man muss es in Amerika ordern. So. Was ich jetzt machen will, ist, ich nehme vier typische Sounds mit meinen Verstärkern auf. Clean, ganz leicht verzerrt, verzerrt und Fuzz. Das halte ich für angemessen bei einer Stratocaster, dass man mal diese vier Sounds hat. Und dann tausche ich die Tonabnehmer und dann nehme ich die gleichen Sounds, also die gleichen Einstellungen am Verstärker, die möglichst gleiche Luftfeuchtigkeit, was auch immer, nehme ich nochmal auf mit den Fishman Fluence. Und dann könnt ihr, liebe Gemeinde, euch ein Bild machen. Und ich kann mir ein Bild machen, denn ich will den Werbebotschaften von Fishman nicht glauben und den ganzen Videos, die es bereits bei YouTube im Netz gibt, den will ich nicht glauben. Ich will es selbst hören, ich will es hier an meinen Verstärkern hören. Klingt es wirklich anders? Bringt es wirklich was? Kann ich damit arbeiten? Ist es toll? Lohnt sich das? Und ihr wisst es hinterher auch, wenn ihr die Nerven habt, dieses episch lange Video bis zum Schluss zu schauen. Ich werde vielleicht am Ende noch ein Resümee anhängen. So, na Hallamarsch, legen wir los. Thank you.
So, für alle, die so tapfer durchgehalten haben, hier als kleiner Bonus sozusagen ein Blick auf die Verstärkerwand. Hier sind die beiden Verstärker, Shelf 20 und V40. V40 läuft über diese Box mit Celestion G12H und der Shelf läuft über diese geschlossene Marshall-Box mit Celestion Vintage 30. Und das ist der Marshall-Kühlschrank. Die Fishman Fluence Single Width Tonabnehmer bleiben auf der Strat. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie mir so gut gefallen, denn ich bin ein echter Single-Call-Fan. Ich bin auch ein echter Strat-Cat und ich habe viel mit Humbuckern auf Stratocasters rumexperimentiert in den letzten 30 Jahren. Aber kein Set hat mich jetzt so überzeugt wie die. Und sie sind auch noch aktiv, aber sie klingen nicht steril oder so. Sie haben mehr Höhen, sind crisper, aber es sind auch mehr Bässe da. Also es ist wie so ein Loudness-Taster auf der Hi-Fi-Anlage, würde ich sagen. Also wird man so einen Vorhang wegziehen. Die Dynamik ist fantastisch. Es ist fast schon zu viel Dynamik für so einen grobmotorischen Gitarristen wie mich. Ein feinmotorischer, etwas ja einfach besserer Gitarrist als ich könnte damit vielleicht noch viel mehr anfangen. Ich habe wirklich, was ihr bei den Videos gemerkt habt, viel mehr mit dem Volumenpoti und auch mit dem Tonpoti gemacht, weil da passiert einfach was, da kann man richtig Spaß mit haben. Auf der konventionellen Stratocaster ist ein sogenannter Treble Bleed am Volumenpoti. Das heißt, dann werden nur Bässe an Masse geführt. Das harmoniert natürlich sehr mit dem Fuzz. Dann kann man den Fuzz runterregeln zu fast crispy, clean, kann komplexe Major-7-Akkorde spielen und dann dreht man einfach das Volumen wieder auf und hat wieder den totalen... Ja, da muss man hier das Poti schon viel mehr bemühen, dass da was passiert. Das ist das einzige Manko, so richtig fast kompatibel ist nicht. Dann zweiter Sound, Texas Hot, für verzerrte Sounds klasse, aber eben auch, wie gesagt, mit Volumen-Poti wieder rumspielen und mit Ton-Poti. Ja, es ist schon wie die Stratocaster auf Steroiden. Man kann mehr machen, man kann sich tiefer reinknien. Ich werde es drauf behalten. Ich finde es toll. Mir macht es wirklich Spaß. Hier ist das Battery Pack. Ja, hier hinten kommt der Mini-USB rein. Ist natürlich ein bisschen dicker als jetzt das normale Abdeck. Ich hätte fast gesagt Abdeckblech, Abdeckplastik für die Vibrato-Federn. Ihr wisst, Freunde, das ist kein Tremolo, das ist ein Vibrato. Ich bin zufrieden. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Hier ist Dr. Ott. Ich melde mich jetzt mal ab. Die Sprechstunde ist zu Ende. Macht mal ohne mich weiter. Bis dann. Ciao.